Halt, stopp. Wen seht ihr hier jetzt eigentlich die ganze Zeit vor der Kamera? Mein Name ist Max Brezel, bin 19 Jahre alt und habe soeben mein Abitur am Gymnasium abgeschlossen. Als leidenschaftlicher Abenteurer in meiner Freizeit habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein paar Wochen mit dem Fahrrad durch Deutschland zu fahren. Ob ich das geschafft habe und was ich alles erlebt habe, seht ihr hier. Viel Spaß. Der Moment namens Aufbruch war gekommen. 2.8.2021 um 11.06 Uhr. Meine Oma steht mir gegenüber, hat schon leichte Tränen in den Augen. Mein Papa schon vor ein paar Minuten abgedüst, um möglichen Abschiedswehwehchen wie für meine Oma zu entkommen. Doch auch bei mir hat es ein bisschen an die Substanz geschlagen. Die Anspannung war groß. Ich wusste, ich werde nun für 3 Wochen von zu Hause weg sein. Länger als je zuvor. Das Fahrrad war gepackt, alias mein Zuhause. Also konnte es doch losgehen, oder? In Bernhof, meinem Heimatort, dem Start und auf dem geplanten Endpunkt meiner Tour, ging es nun los. Hinauf in den Norden, entlang der Autobahn A93, über Weiden in der Oberpfalz, den Naturpark Steinwald, weil ich seinen Namen nicht umsonst hatte, sowie das Fichtelgebirge ebenso. Ich habe mich durch die, ja, zum Teil unerwarteten Sümpfe geschlagen, Wälder über Stock und Stein, dazwischen ein paar schöne Aussichten genossen, was aber nur, ja, kurze Wirkung hatte, wie ihr im Folgenden seht. Irgendwann sank die Stimmung auf einen Tiefpunkt. Die Berge häuften sich, die unerwarteten Steigungen, die Auf- und Abstiege. Aber nach 126 Kilometern, 1890 Höhenmetern und 10 Stunden später war ich dann da. Es hieß Mahlzeit. Und gute Nacht. So, hey Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie ich auf meiner Radreise so liebe. Rucksack und Nackenkissen als, ja, Kopfkissen, Schlafsack, Isomatte drunter, Einmannzelt. Die Radtaschen werden hier zur Seite verstaut, ist genug Stauraum. Rucksack ist hier drin, Stativ und so weiter. Also, mal richtig minimalistisch. Schönen Tag euch. Zum ersten Mal begegnete ich dem lieben Regen, der mich noch lange begleitete. Doch davon wusste ich noch nichts. Ich dachte, na gut, ein paar Minuten kann ich schon warten. Aber das war erst der Anfang. Es war an der Zeit, das erste Mal Kompromisse mit mir selber zu machen, darüber, was mir wichtiger war. Das Etappenziel zu erreichen, oder auf meinen Körper zu achten, ihn nicht über zu beanspruchen, meinen Kalorienhaushalt zu decken und nicht bei den niedrigen Temperaturen zu fahren, um einer möglichen Erkältung zu entgehen.
Es war 21.15 Uhr, als ich wieder aufbrach. Ich hatte gegessen und wusste, ich kann es schaffen. Bis Altenburg in Thüringen. 49 Kilometer waren um diese Zeit noch zu machen. Es war bereits dunkel. Die Temperatur war bei ungefähr 10 Grad weiter sinkend. Bis auf ca. 6 Grad heute Nacht. Ich packte meine 7 Sachen und entschied, weiterzufahren. Soweit ich kam. Ich habe mal vorsichtshalber bei einem Campingplatz angefragt, ob noch Platz wäre. Der lag auf der Strecke. Hatte aber leider zu, wie sich dann schließlich herausstellte. Also blieb mir nichts anderes über, als durchzufahren. Das Licht ging irgendwann zur Neige und ich musste improvisieren. Die Straße, auf der ich fuhr, war lang. Sehr lang. Ohne Kurven, ohne irgendeine Beleuchtung, ohne fast eine Menschenseele, die ich traf. Nur einzelne Orte, die ich durchquerte, die aber ziemlich, ja, wie ausgestorben schienen. Um 23.30 Uhr oder sogar noch später, klatschte ich dann das Ortsschild in Altenburg ab. Ich hatte es geschafft. Heute geht's durch Leipzig. Das erste Mal ein bisschen Großstadt-Feeling schnuppern. Hotel in Berlin fürs Wochenende ist gebucht. Als Belohnung. One hour later. Was mich im Laufe meiner Tour beeindruckt hat, vor allem als begeisterten Lost Place Fotograf, also von verlassenen Orten, ist, dass der gesamte östliche Bereich Deutschlands krass geprägt war von verfallenen Gebäuden aus der Zeit des Kalten Krieges. Wie auch hier, ein verlassener Bahnhof mitten in einer Ortschaft, wo ich mal wieder einen meiner Müsli-Riegel, die mich während der ganzen Tour begleitet haben, genossen habe. Eine halbe Stunde später war ich aber schon mitten im Stadtlife in Leipzig. Schöne, historische Gebäude gab es zu sehen. Den Torbogen, dem Eintritt zum Stadtzentrum, zur Innenstadt, zum Shoppingzentrum in Leipzig. Dort ging es dann auf einem kleinen Umweg über mehrere Restaurants, die schon geschlossen hatten, zu meinem finalen Spot. Endlich mal wieder was Warmes zu essen. Inmitten des Goetheplatzes mit dem Goethe-Denkmal. Der folgende Abend war ganz was Besonderes. Ich habe nicht nur eine krasse Lichtstimmung während und nach dem Sonnenuntergang genießen dürfen, sondern auch eine ganz besondere Fahrt auf einer ganz besonderen Straße. Es war die Straße, die eigentlich fast kerzengerade bis Berlin verlief. Auch über Bad Düben, meinem heutigen Ziel, beziehungsweise den Campingplatz nördlich davon. Auf dem ich eingeladen wurde, von den Campierenden dort mit ihnen den Abend am Lagerfeuer zu verbringen und neben ihren Zelten und Wohnmobilen kostenlos zu schlafen. Gute Nacht, Tag 3. Der Tag startete gut. Ich sah meinen ersten Airbus A400M Truppentransporter der Luftwaffe in der Luft. Erreichte endlich die Elbe und Lutherstadt Wittenberg. Ich klatschte voller Euphorie das Ortsschild ab und besuchte die wichtigsten Kulturstätten der Stadt. Doch dann
gut gesättigt von den Gnocchi und dem Tiramisu beim Italiener, nachdem ich von zwei weiteren Hausgästen eingeladen wurde, entschied ich mich aufzubrechen. Beziehungsweise wurde ich dazu gedrängt, aufzubrechen, da kein Platz mehr für mich übrig war für die nächsten Stunden aufgrund einer Hochzeitsgesellschaft, die sich im Restaurant niederließ. Ey, was das denn für eine bekloppte Scheiße hier? Glaubt mir, Leute, hier wird auch der absolut unkreativste Mensch früher oder später kreativ. Das ist Leben in Deutschland im August 2021. Auf dem Rad. Die Dunkelheit brach an. Ich entschied mich, im Regen weiterzufahren. Noch 40 Kilometer bis zur Endstation für heute. Jüterbog. Was mich da erwartete, beziehungsweise welcher besondere Schlafplatz, erfahrt ihr nachher. Diesen Ausblick, von dem ich ja anschließend belohnt wurde, nach ja, einigen Kilometern fahren, möchte ich euch nicht vorenthalten. Abgesehen von diesem unwegsamen, unschönen Kopfsteinpflaster, das mich über 20 Kilometer fast begleitet hatte. Überall Heidelandschaft, soweit das Auge reicht. Ach ja, mein Schlafplatz. Ein Kasernengelände aus der Zeit des Nationalsozialismus und später des Kalten Krieges. Der Weg dorthin führte mich durch zahlreiche kleine Dörfer mit zum Teil schauriger Atmosphäre, genau eben aus dieser Zeit. Und natürlich über Kopfsteinpflaster. Und viel mehr Kopfsteinpflaster. Vorbei an einem verlassenen Flugplatz, ehemaligen Warnschildern für Militärgelände und so weiter. Also perfekte Voraussetzungen für eine erholsame Nacht. Einmal unter dem Stern der Roten Armee schlafen. Sowas erlebt man auch nicht alle Tage, oder? Der wohl besonderste Tag meiner Tour, zumindest von Woche 1. Genießt doch diesmal einfach mal, was ihr seht. Danach werde ich noch ein bisschen kommentieren, was so hinter den Kulissen passiert ist. Seid gespannt. Na dann, willkommen in Berlin.
auch wenn es zu diesem Zeitpunkt ein unglaubliches Gefühl war, endlich im gemütlichen, warmen Hotelbett zu liegen, saß mir der Tag trotzdem noch ein bisschen im Nacken. Mein Gepäckträger hatte sich 50 Kilometer von Berlin, ja, sozusagen vom Rad verabschiedet. Das Kopfsteinpflaster vom Tag davor hatte sich bemerkbar gemacht. Es hatte scheinbar jede einzelne Schraube des Gepäckträgers langsam gelockert. Irgendwann fiel eine Tasche ab. Es machte einen Knall hinter mir und das Fahrrad wackelte hin und her. Ich drehte mich um und sah, was passiert war. Beide, ja, Haltestrieben vom Gepäckträger hingen in der Luft, die Schrauben am Boden verstreut. Ich sammelte alles ein, befestigte alles wieder, ja, provisorisch und fuhr weiter. Das zweite und dritte Mal, als die Taschen abgefallen sind, ja, zumindest die eine Tasche, war dann mitten in Berlin. Einmal sogar mitten auf der Kreuzung. Einige Menschen kamen mir zu Hilfe und wir sammelten alles auf. Ich konnte es wieder provisorisch fixieren und zumindest bis zum Brandenburger Tor durchfahren. Das gab mir dann zumindest ein bisschen Gänsehaut-Feeling und ja, meine Freude am Fahren zurück. Ich traf ja zwei Currywurst-Budenbesitzer, von denen ich eingeladen wurde, bevor sie geschlossen hatten, direkt am Brandenburger Tor. Ich fühlte mich geehrt. Weiter ging's zum Reichstag. Auch wenn man schon 3 oder 4 Mal davor stand, trotzdem musste man das unbedingt sehen. Ach und, Grüße gehen raus an das Verkehrsministerium. Bessert mal bitte eure Radwege Richtung Berlin aus. Die sehen echt aus, als wären Panzer drüber gefahren. Tag 7 brach an, der wohl ruhigste Tag der ganzen Tour. Ziel Rathenow, die letzte Stadt, die größere Stadt vor der Elbe. Ruhig war der Tag nur daher, weil es ja nicht regnete, zumindest nicht, solange ich am Fahren war. Meine Mittagspause gestaltete sich diesmal als etwas spezieller, nämlich auf einem Lost Place, einem verlassenen Bauernhof am Straßenrand, den ich spontan entdeckte und mich dort niederließ und meine kleine Küche aufbaute. Dort wartete Großes auf mich, ein verlassenes, ja, Einfamilienhaus mit Bauernhof, mit voller Einrichtung, Spielzeugen des Sohnes, Kindheitserinnerungen, Kinderbücher, Fotoalben, ja, eine ganze Familienerinnerung. Für mich als Lost Place Fotograf war das ein echtes Highlight. Wer weiß, was nun aus dieser Familie geworden ist, beziehungsweise wo sie jetzt wohnen. Wir werden es wohl nie erfahren. Rathenow wartete auf mich. Und dann ebenso spontan der Regen, der angesagt war. Was wäre denn ein Radtag ohne den Regen, nicht wahr? Aber tatsächlich hielt das Wetter aus und ich konnte mich neben meinem Wohnmobilstellplatz niederlassen. Wurde dann in der Früh zum Frühstücken eingeladen von meinen netten Nachbarn und konnte dann weiter aufbrechen. Doch der nächste Tag, ja, war schon wieder von mehr Tücken geschmückt.
Morgen. Täglich grüßt das Murmeltier, in meinem Fall der Regen. Ja, 24 Stunden ohne Regen geht ja gar nicht. Deswegen heute dafür eine Extraladung während der Fahrt im Dunkeln bei ca. 6 Grad Außentemperatur und einem kleinen Lacher zwischendurch bei minus 2 Meter unterhalb des Meeresspiegels war ich auf dem Weg nach Dömitz. Mein heutigen Etappenziel, noch etwa über 110 Kilometern. Mit schönen nassen Klamotten wurde dann das Zelt aufgebaut. Provisorisch. Mehr, wie ihr seht, war nicht drin bei diesem Boden. Na dann, gute Nacht und auf einen hoffentlich trockenen Morgen. Ja, der aber leider nicht kam. Als ich dieses Bild auf Instagram von jemandem sah, hatte ich es im Blut. Du kommst heute nicht trocken und auch nicht auf dem Fahrrad fahrend in Hamburg an. Seht selbst. Zum ersten Mal während meiner Tour, nach 9 Tagen, musste ich die Entscheidung treffen, mit dem Zug weiterzufahren, aufgrund vorhergesagten, extremen Starkregens. Ich eilte zur Fähre, die mich über die Elbe zum Zug brachte, zum letzten, der an diesem Tag fuhr, auch aufgrund des Wetters. Das Hotel in Hamburg war auch bereits gebucht, sowie, der altbekannte Corona-Test. Auf der Fähre war es nicht erlaubt, aufgrund der aktuellen Bestimmungen im Innenraum Platz zu nehmen. Also, wir sehen uns dann wieder in Hamburg. Ja, okay, fast. Auf den Zug musste man ja auch noch warten. Im Regen. Moin aus Hamburg. Leider kein sonniger Empfang in der Hansestadt. Grüße gehen raus aus dem Corona-Testzentrum fürs Hotel. Dann warten wir mal ab, wie es mit dem Regen weitergeht. So gehe ich definitiv nicht mehr raus. Bin schon nass genug von der Fahrt und vom Weg vom Bahnhof hierher. Ab morgen gibt es hoffentlich keinen flüssigen Sonnenschein mehr, sondern richtigen. Your love is like an ocean ready to take sail. Swept by current, swallowed by wind.
They'll say, no, no, no need to get out, just stay on a lovely holiday. Our love is easy lasting, holiday so easy blessing. Our love is easy lasting, holiday so easy blessing. Together we're an island, all in grains of sand. You and me make one if you're counting on my hand. Take heed, they'll say, no, no, no need to get out, just stay. Bundesland Nummer 10, Sonne, entlang am Deich, der Elbe, Schafe, noch mehr Schafe, ja, nahezu kein Wind, ein paar Flugzeuge, die über mich herrauschten, ein paar Schiffe, die an mir vorbeizogen, nette Leute am Wegesrand, auf dem Fahrradweg, alles super, oder? Aber war der Tag wirklich von so viel Glück geprägt? Auf dem Weg nach Glückstadt? Seht ihr diese beiden Kreuze hier? Diese stehen für zwei Schleusen, die über zwei Elbzuflüsse führten. Man musste über diese zwei Schleusen, da man ansonsten einen riesigen Umweg über Uetersen und Elmshorn machen musste. Ja, ratet mal, wer diesen auf sich nehmen musste, da die beiden Schleusen zum Zeitpunkt der Vorbeifahrt beide geöffnet waren. Für den Rest des Tages und nicht mehr schlossen. Bereits 25 Kilometer Umweg um eine Schleuse und dann nochmal um die andere war schon genug Umweg. Deshalb entschied ich, die letzten Kilometer mit dem Zug zu fahren. Da ich wusste, dieser Tag, diese Etappe, ging bereits wieder in die Dunkelheit. Obwohl Glückstadt eine schöne Stadt war, entschloss ich mich, schnell weiterzufahren, da ich auch die Fähre über die Elbe noch erwischen musste. Die letzte des Tages natürlich.
erst einmal aufstehen in Ruhe, die Aussicht genießen, gut frühstücken, vor allem ausgiebig, eine kleine Wattwanderung machen zwischendurch. Und dann wieder ausruhen. Das war meine Devise für heute. Vorerst natürlich. Wie es nicht anders zu erwarten war, musste mal wieder eine Naturgewalt her. Diesmal zwar nicht der Regen, sondern der Wind. Nach einem, ja Gott sei Dank, noch ausgiebigen Mittagessen bei ruhigem Wetter musste ich dann tatsächlich zu meinem heutigen Tagesziel Wilhelmshaven erneut auf den Zug umsteigen und 30 Kilometer überspringen. Es ging nicht mehr. Die Knie taten weh. Der Widerstand war einfach zu groß. Und ich merkte, dass ich meinen Sattel abgesenkt hatte. Daher auch die Knieschmerzen. Das musste schleunigst repariert werden. Zuallererst musste aber natürlich der Kalorienhaushalt gedeckt werden. Das ging am besten mit einem Apfelstrudel. Die erste warme Nachspeise seit zu Hause. Ja, Tag 13 gab nicht mehr viel her zu erzählen. Ich ließ mich nieder auf dem Campingplatz und hatte viel Zeit zum Nachdenken, wie es nun weitergehen sollte. Ich habe den Wetterbericht stündlich gecheckt und es wurde nicht besser. In allen Richtungen, wo ich hinfahren hätte können, beziehungsweise hinfahren hätte wollen, entweder Richtung Köln oder nach Amsterdam. Ja, es war aussichtslos. Mir blieb nur eine Option, die Tour zu unterbrechen und für mindestens 2 Tage auszusetzen. Doch wo? Zehn Uhr morgens. Ich sattelte die Pferde, packte meine 7 Sachen und brach auf. Nach Oldenburg. Ja, das sollte der Startpunkt für meine Alternativlösung sein. Wo es hinging? In Oldenburg angekommen, nach 85 Kilometern, realisierte ich zum ersten Mal nach 1000 Kilometern, wie weit ich jetzt eigentlich gefahren war, wie viele Leute ich kennengelernt hatte, wie viele Erfahrungen ich mitgenommen habe. Dafür, ja, um das zu verarbeiten, hatte ich jetzt Zeit. Mindestens 2 Tage, bevor ich weiterfahren konnte. Ich entschied mich, nach Hamburg zurückzufahren, um dort, ja, meine Zeit abzusitzen. Musik.
Morgens war mal wieder alles ruhig. Die Natur weckte mich auf. Der Nebel hing noch etwas, ja, im Odenwald. Und ich strampelte dann schön gemütlich dahin. Wechselte kurz mal das Bundesland nach Hessen und wieder zurück nach Baden-Württemberg. Erkundete etwas die Gegend, machte ein paar Stops. Aber dann... So manche Abkürzungen haben eben seine Tücken. Und diese sind mit so einem schwer bepackten Rad anders als leicht zu meistern. So, jeder Berg hat ein Ende. Höhenmeter. Check. Die Kalorien waren mal wieder verbrannt. Ab in den Supermarkt. Doch die Stimmung schlug schnell um. Der Tag neigte sich zum Ende. Ich wusste, ich musste mich beeilen. Nachdem ich natürlich nur begrenzte Stromreserven hatte und die primär fürs Smartphone und für die Navigation nutzen musste, ja, war das Licht eher sekundär. 15 Kilometer durch die Dunkelheit. Ohne Licht. Bis Buchen im Odenwald, beziehungsweise kurz davor zum Wohnmobilstellplatz, meinem heutigen Nachtspot. Ich reise mit Ökostrom. Na dann Mahlzeit. Nach dem Mittagessen war es vorbei mit Planespotten und Ausruhen. Ja, weitere Hügel und Steigungen mussten gemeistert werden. So ging es den Dreivierteltag weiter. Und das an meist stark befahrenen Straßen. Schließlich war ich dann irgendwann mal am nordöstlichen Ausläufer Baden-Württembergs angekommen. Also kurz vom Heimatbundesland Bayern. Am Fluss Tauber, dementsprechend auch nicht weit entfernt von Rottenburg ob der Tauber, meinem heutigen Tagesziel. Zuvor musste ich aber noch Bad Mergentheim durchqueren. Bad Mergentheim, check. 3 hours later. Servus. Okay. Schon weg. Etwas Gutes hatte mein Heimatbundesland. Ich konnte mich mit den Leuten, die ich traf, endlich wieder auf Bayerisch unterhalten und ihnen auch ein bisschen von meiner bisherigen Reise berichten. Aber dann gab es erstmal wieder was Leckeres zu essen. Mahlzeit und Prost. Ach, an diesem Abend checkte ich natürlich wieder den Wetterbericht. Ich musste ja schauen, wie es die letzten zwei Tage meiner Tour noch so weiterging. Ich musste aber mit Erschrecken feststellen, dass dies heute mein letzter Abend der Radtour war. Morgen Abend würde ich schon wieder zu Hause im Bett liegen. Mit 4 helfenden Händchen und gleichzeitig 2 lustigen Weggefährten trat ich noch am selben Abend meine Rückreise nach Nürnberg an. Natürlich mit dem Zug, um dem schlechten Wetter zu entfliehen. Nach einer erholsamen letzten Nacht am Campingplatz nahe dem Messegelände Nürnberg, direkt am Dutzendteich, brach ich in den letzten Tag meiner Deutschlandtour auf. Sogar bei Sonnenschein, der mich den ganzen Tag begleitete.
Ich genoss den letzten Tag in vollen Zügen. Auf geht's. Ich trat heute nochmal richtig in die Pedale. Ein letztes Mal. Und ließ nochmal alle Energie raus. So viel Energie hatte ich gefühlt an den ganzen anderen Fahrtagen der Tour nicht. Wie am letzten Tag. Es war irgendwie komisch, Richtung Heimat zu rollen. Vor allem auf gesperrten Straßen. Aber das sollte mich heute nicht mehr aufhalten.